So. Kalle macht Platz. Kalle. Kalle. Mach Platz. Super. Und bleib da. Warte schön. Zwei Dosen. Wir sind aber nur der Nebendarsteller oder die Nebendarsteller. Bleib da, Kalle. Ja, mein Frauchen war heute bei ihrer Freundin zum Brunch verabredet. War auch super schön. Muss dazu erklären, ich hatte mal einen guten bekannten Freund, mit dem bin ich zusammen, haben wir zusammen Modellflug gemacht. Und der fuhr Motorrad, als ich noch längst nicht dran dachte. Bleib da. Und als ich dann den Schein hatte, ich fasse mich ganz kurz, zwischenzeitlich vergingen Jahre nach dem Modellfliegen, beide geheiratet, Häuser gebaut. Nummer eins. Hat man sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Das ist aber ganz normal im Leben. Als ich dann den Schein hatte, und ich habe das schon mal erzählt, habe ich bei der Telefonnummer angerufen, die ich kannte, meldet sich seine Mutter, die ich immer sehr, sehr, sehr bewundert habe. Ich habe mir immer gewünscht, meine Mutter wäre so gewesen wie die. Und ja, da habe ich dann, muss ich dann hören, dass mein Freund gestorben ist. Ich habe ihn also nicht mehr getroffen. Ich wollte mit ihm Motorrad fahren, weil ich ja jetzt auch einen Schein hatte. So. Dann hat sich dieser Kontakt wieder aufgebaut. Und meine Frau und seine Frau sind gute Freundinnen, fahren zusammen weg, machen Sachen zusammen. Und die Mutter ist im Pflegeheim. Jetzt 93 Jahre alt. Und war immer noch gut drauf. Hatte zwar einen Schlaganfall, hat das aber alles gut weggesteckt. Und ich habe die immer bewundert. Das muss ich heute hören. Ja, wenn man sie besuchen will oder besucht, ja, dann, das ist wie im Gefängnis quasi. Du bist abgeschottet durch so eine Plexiglaswand. Und wenn man in dem Alter ganz normal nicht mehr gut hört, dann versteht man auch nicht mehr, was gesagt wird, was gesprochen wird. Diese ganze soziale Bindung ist quasi unterbrochen, ist abgekappt. Ja? Und diese Frau, die ist jetzt 93 Jahre alt, die will nur noch eins, sie will nicht mehr leben. Ja? Das ist das, was unsere Kannesbunzlerin hier veranstaltet in diesem Land. Das ist das, was sie bezweckt. Das ist das, was sie in Kauf nimmt. Das ist das, was zu verurteilen ist. Das ist das, was heftigst zu verurteilen ist. Kalle, geh suchen. Geh gucken. Ja? Das macht mich rabbelig. Ja? Nämlich das ist mal die Realität. Ja? Wir können immer viel über die Theorie reden und PCR und scheiß mich tot. Ja? Auch ihr da bei YouTube, das sind Sachen, die wichtig sind zu erwähnen. Ja? Das sind Sachen, die nicht zensiert gehören.
Das sind Sachen, wo ihr auch in der Verantwortung seid. Ihr seid auch in der Verantwortung, die freie Meinung und die Äußerung der freien Meinung zuzulassen. Super, Kalle. Super. Super. Ja, und du kriegst auch ein Leckerli. Klar. Geh noch mal gucken, Kalle. Geh noch mal gucken. Ja? Ihr seid nicht die Erfüllungsgehilfen dieser Regierungsdarsteller. Ihr seid zwar eine private Firma, aber wenn ihr noch ein bisschen Arsch in der Hose habt, dann lasst ihr zu, dass alternative Meinungen hier verbreitet werden. Oder man wendet sich von euch ab und man sucht sich neue Anbieter. Mehr wollte ich gar nicht dazu sagen, zu dem Thema. Das greift mich hier momentan ziemlich an. Ja? Ihr macht euch Gedanken um irgendwelche Milliarden und Billionen und Milliarden und was weiß ich. Super, Kalle. Die ihr irgendwelchen Staaten in den Arsch pfeifen wollt. Chica. Super. Ja, aber ihr macht euch keine Gedanken um unsere Leute. Das gilt auch für die Regierung hier. Die Regierungsdarsteller. Innen. Ja. Um nichts machen sich Gedanken, was hier in Deutschland vor sich geht. Was hier für Dramen laufen. Das ist eure Verantwortung, verdammt nochmal. So. Ich hoffe, ich war böse genug. Denn ich bin jetzt momentan ziemlich angefressen. Schönen Abend noch allerseits.